Hallo und ja, ich muss aus dem Spiel rausgehen und herzlich willkommen zurück. Ist interessant, dass es eins von wenigen Spielen ist, die dann weiterläuft. Behaupte jetzt einfach mal. Okay, danke. Jetzt haben wir das auch aktiviert. Ach ja, ich habe es ja hier anders gemacht. So, wir sind wieder bei City Skylines, wieder bei der Tornado City Mission. Ich habe das Gefühl, wir brauchen Strom. Schon lange nicht mehr. Lange ist es her, wir brauchen Strom. Dann packen wir da noch mal. Vielleicht bald dann eine Straße wieder hin. Allerdings heißt es ja, die brauchen Wasser. Ist das Spiel nicht abgestürzt? Ist das der Spielstand, wo ich aufgehört habe? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist viel zu lange her. Das wisst ihr wahrscheinlich besser. Ja, dann dürfte das Stromproblem ja jetzt definitiv gelöst sein. Einigermaßen. Ja, wäre genügend Geld, ne? Also noch einmal genügend Geld, dann können wir noch mal ein bisschen mehr Strom produzieren. Hä? Habe ich Tag- und Nachtzyklus nicht ausgeschaltet? Ne, habe ich an, ne? Habe ich eingelassen. Glaube ich. Man merkt es schon lange her. Er ist an. Ich erinnere mich, glaube ich, auch wieder. Sag mal. Faszinierend. Ne, dann musste ich halt das dann später leiser stellen wieder. Müllabfuhr bräuchten wir wahrscheinlich auch dringend. Weil es sind auch ein paar von denen hier. Ein paar ist gut, wir haben ja schon so viele. Was heißt so viele? Wir haben ja schon einige. Machen wir es vielleicht nochmal so. So in etwa, dass wir dann hier das erstmal wieder ein bisschen ausbauen. Das Ganze, dass wir auf alle Fälle jede Menge Müllabfuhren haben können. Dass wir auch Strom daraus generieren können. Ach du Scheiße, 30.000. Okay, lassen wir das erstmal hier, dass wir knapp um die 500.000 sind. Was waren denn nochmal die Ziele? Das ist wieder zu lange her. Okay, wir brauchen ordentlich Bevölkerung, also das steht schon mal fest. Und wir brauchen auch. Weniger Geld als 1 Million haben wir ja, ne? Achso. Wir dürfen niemals auf 30.000 kommen, alles klar. Bevölkerung, alles klar mit der Bevölkerung, das wird noch nicht haben. Aber, ach, wir können ja weiterbauen. Das ist aber schön. Wir machen jetzt hier noch so eine kleine. Was ist das für einen Straßentyp? Noch so einen Straßentyp, ne? Ja. Dann bauen wir jetzt hier. Ich glaube, das ist das hier. Auch nochmal so eine Straße, also eine Straße hin. Machen wir auch. Genau, machen wir es so ähnlich wie dort, dass wir da auch so ein kleines weniger bisschen bauen. Und dann ein. Oh Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nach dort. 3, 4, 5, 6, 7. Dann können wir ja auch schon bis ganz nach hinten bauen, würde ich sagen. Batz. Und hier ebenfalls bis dort.
Joa, und dann eine schöne Alleen. Und ich glaube, hier vorne in diesem Gebiet packen wir dann wieder so ein paar von den. Ach nee, ist nach Gewerbegebiet eine Frage gewesen. Ups. Obwohl, dann können wir die auch einbauen, ist auch egal. Also, egal ist es nicht, aber. Ist auch trotzdem eher vermehrt auf Wohnsiedlungen bauen. Warum? Ich will das nicht. Interessant. Und oben sieht es ähnlich aus. Dann ist es halt so. Da haben wir eine schöne Hafen-Area. Hafen-Area, so eine Wasser-Area. Können wir uns hier schön bauen. Einfach weil wir es können. Nee. Mach ich jetzt doch nicht. Ich mach, glaube ich, doch noch mal kleine Stückchen bis nach dort. Und dann können wir später noch ein paar Wege da reinbauen, aber ich will erst noch mal hier in der Mitte vielleicht noch mal hier so eine Verbindung reinhauen. So. Jetzt mal auf alle Fälle ein Riesengebiet. Gucken wir mal kurz nach Wasser. So, alles mit Wasser zumindest schon mal hier verbreitet haben. Wahnsinnig laut für die Ohren. Ich glaube, ich probiere das mal einfach so, was ich jetzt sage. Für mich, ich stelle jetzt hier an den Kopfhörern die Audio leiser. Dann vergesse ich es wahrscheinlich gleich wieder und das wird es dann egal. Ups, habe ich es halt vergessen dann. Also. Kommen schon. Und jetzt machen wir hier vorne einmal so ein Gebiet rein. Und hier dann so. Ah, nee, warte. Andersrum. Andersrum machen wir das. Wir packen das hier oben hier hin und dort packen wir das dahin. Und dann kommt hier rein eine große Polizei für 60 Tacken. Am besten dann irgendwie in der Mitte. Das gleiche gilt dann für ein Feuerwehrhaus, ein großes, und für ein Krankenhaus. So. Das haben wir auch. Hervorragend. Dann können wir den District ja erweitern, denn das gehört ja dann wieder zu doch noch zu diesem District. Danke. Dann packen wir erst einmal hier wieder so eine No-Build-Area rein.
Und hier erweitern wir das Gutshof, den Gutshofhügel. Aktuellen Wert von 36 Geld, okay, 35 Geld pro Quadratmeter. Wird gleich wieder sinken. Also was ist wieder? Noch mehr sinken. Ist ja gerade schon gesunken. So, das dürfte ungefähr hinkommen. Take a body's high.